Wer seinen Körper entgiften will, muss Entzündungen im Körper abbauen. Hallo, mein Name ist Claudio Romanazzi und ich bin der Gründer und Eigentümer des Sudden Inspiration Verlags. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit der Darmsanierung befasst haben, kommt jetzt in Schritt 7 der Abbau der Entzündungen im Körper. Schritt 7. Erstes Unterkapitel, was eine Entzündung ist. Eine Entzündung ist eine charakteristische Antwort von lebendigem Gewebe auf einen äußerlich oder innerlich ausgelösten Reiz. Mithilfe der Entzündung soll dieser sogenannte Schädigungsreiz beseitigt werden. Seine Ausbreitung soll unterbunden und gegebenenfalls eingetretene Schäden repariert werden. Der Entzündungsstoffwechsel. Gifte wie Schwermetalle und so weiter und Parasiten wie Viren oder Bakterien können im Körper nur durch Entzündungsvorgänge abgebaut werden. Nur über diese Entzündungsprozesse ist der Körper in der Lage, einen Teil der Gifte wieder abzubauen. Nächstes Unterkapitel: Was sind Autoimmunerkrankungen? Eine Autoimmunerkrankung ist eine Erkrankung des Entzündungsstoffwechsels. Sie ist ein Überbegriff für Krankheiten, deren Ursache eine überschießende Reaktion des Immunsystems ist. Das irregeleitete Immunsystem greift den eigenen Körper an. Es kommt zu schweren Entzündungsreaktionen, die zu Schäden an den betroffenen Organen führen. Curcuma longa gegen innere Entzündungen. Über Curcuma, der javanischen Gelbwurz, sind in den medizinischen Datenbanken über 4000 Studien veröffentlicht. Curcuma aktiviert in hohem Maße die Atmung der Zelle und in hohem Maße das Immunsystem. Curcuma reduziert Entzündungsprozesse, löst innere Entzündungsherde auf. Es wirkt deshalb antientzündlich und antioxidativ. Curcuma verbessert die äußere Wundheilung und wirkt gegen pathologische Mikroben, hat antivirale und antimykotische Wirkung und stoppt den vermehrten Zellteilungszyklus. Die neue, atemberaubende Erkenntnis der Wissenschaft ist jedoch die, dass das primäre Wirkprinzip von Curcuma physikalisch ist. Curcuma nimmt das gesamte Lichtspektrum auf und gibt Lichtquanten im blauen Bereich von 427 Nanometer Länge an die Zellen ab. So, damit sind wir mit Schritt 7 am Ende. Es folgen nun in den nächsten Folgen die 5 Zusatzschritte. Wenn Sie jetzt schon nicht mehr widerstehen können und das Buch bestellen möchten, dann klicken Sie doch oben rechts auf den Infobutton. Der führt Sie direkt in unseren Shop. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie diese doch bitte unten in die Kommentare. Wir beantworten diese sehr gerne. Wenn Sie keine neuen Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch bitte unseren Kanal. YouTube wird Sie immer informieren, wenn eine neue Folge erscheint. Zum Abonnieren bitte hier unten rechts klicken. In der nächsten Folge geht es um den notwendigen Stressabbau. Zum Anschauen bitte hier unten klicken. Ja, das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.